So, ich habe jetzt, leider war ich letztes Mal nicht da und ich bitte das nochmal zu entschuldigen, dass ich da nicht kommen konnte. Ich habe heute für die restlichen drei Sitzungen, die wir noch haben, mir vorgenommen, dass wir heute diese Frage beantworten: Wie kriegen wir unsere Computer, diese pipelinisierten Prozessoren, denn schnell? Wie kriegen wir das so hin, dass wenn man denen so einen Thread gibt, Thread, also viele Instruktionen hintereinander, die irgendwie aufs Speicher zugreifen, wie kriegen wir das so hin, dass wir das möglichst schnell ausführen können? Oder möglichst viele Instruktionen von diesem Thread pro Zeiteinheit ausführen können? Ich hatte ja schon gesagt, in unserer Pipeline, da haben wir manchmal ein Problem. Das waren hier insbesondere auch die Data Hazards. Ja, dass wir hier in der Instruktion das Resultat von der Instruktion brauchen. Da haben wir uns dann, hier auf dieser Folie habe ich das erzählt, mit Forwarding geholfen. Indem wir das Resultat von der einen Instruktion hier nach dem Execute gleich weitergeben und gleich wieder in den Execute reinschieben. Manchmal funktioniert das, manchmal geht es nicht so einfach und wir haben doch noch einen Stall, den wir einfach, ja, so wie das Programm ist, ihn bekommen. Ich möchte jetzt noch eine andere Sorte von Hazards besprechen, bevor wir uns dann überlegen, was kann man denn machen, damit man nicht immer auf diese blöden Stalls warten muss. Also was können wir denn mit diesem noch sinnvolles anderes treiben, während es da so einen Stall gibt? Ja, die Control Hazards. Und jetzt muss man sich nochmal die Pipeline kurz anschauen von unserer Maschine, so wie wir sie bisher haben. Sprunginstruktionen, egal ob die fest sind oder bedingte Instruktionen sind, das Sprungziel muss berechnet werden. Und im Augenblick benutzen wir zu dieser Berechnung von dem Sprungziel die ALU. Sie sehen hier der neue PC, der geht hier in den Multiplexer rein und dann wird, wenn wir springen, ein Immediate drauf addiert. Das kommt hier in den Multiplexer, dann wird das drauf addiert und dann haben wir hier, ja, den neuen Wert vom Programmzähler ausgerechnet. Der kommt hier oben in den Multiplexer rein. Bei einem bedingten Sprung wird entschieden, ob gesprungen wird oder nicht, also ob einfach der neue PC der nächste genommen wird oder der berechnete genommen wird, und das wird dann hier reingesteckt. Also so wie das jetzt gemacht ist, muss bei einer Sprunginstruktion der Sprungziel erst berechnet werden. Und wir können nicht mit der nächsten Instruktion weitermachen. Erstens, ja, bei einem bedingten Sprung wissen wir ja nicht, ob wir mit der nächsten Instruktion weitermachen oder mit der Instruktion ganz woanders. Und in dem ganz woanders steckt schon auch drin, dass wir es noch gar nicht kennen, das Ziel. Und bei einem festen Sprung wissen wir natürlich auch noch nicht, wohin es geht. Wir wissen nur, dass es irgendwo hingeht. Also müssen wir die Bubbles einfügen, bis der Sprung, das Sprungziel berechnet, entschieden worden ist, ob gesprungen wird, und das Sprungziel berechnet worden ist. Wenn wir also die Instruktion holen und hier in ID feststellen, dass das ein Sprung ist, dann müssten wir, so wie die Pipeline jetzt ist, erstmal hier drei Stalls einfügen. Wir müssten also das Holen der nächsten Instruktion unterbinden und stattdessen Stall machen. Drei Stück, hier wissen wir, wo es hingeht, und jetzt können wir dann die Instruktion holen. Man beachte, erst holen, ausführen dann sowieso ein bisschen später. Oder auch drei Zyklen pro Sprung gehen verloren, egal welche Sorte von Sprung das ist, weil Verzweigungen 20% der Instruktionen ausmachen, können wir woanders nachgucken, so ungefähr. Bedeutet das, dass wir nicht einen Zyklus pro Instruktion haben, sondern im Mittel 1,6 Zyklen pro Instruktion. Unsere Maschine ist jetzt also gerade mal sehr viel langsamer geworden. Dagegen müssen wir was machen. Wir können zum Beispiel schon
versuchen, im Instruction Fetch festzustellen, ob denn gesprungen wird oder nicht. Und dann, wenn wir denken, es wird nicht gesprungen, das versuchen festzustellen, da muss man schon noch was dran tun. Wenn wir wissen, dass nicht gesprungen wird, können wir unsere Pipeline weiterladen. Das hilft eigentlich nur in dem Fall, dass nicht gesprungen wird. Wenn wir wissen, dass gesprungen wird oder annehmen, dass gesprungen wird oder wenn es ein fester Sprung ist, haben wir immer noch ein Problem. Deshalb können wir uns überlegen, ob wir nicht den neuen PC irgendwie schon mal früher berechnen. Falls noch ein Stückchen extra Hardware anbauen, was das macht, was das leistet. Und jetzt müssen wir also unsere Pipeline umbauen. Sie sehen hier, habe ich diesen Addierer, der die 4 da drauf addiert. Das hatten wir auch bisher schon. Und jetzt haben wir hier den neuen PC und den stecken wir jetzt in den Multiplexer hinein. Und hier beim Instruction Decode, rechnen wir uns mit einem weiteren Addierer. Jetzt kriegen wir nämlich den dritten Addierer hier rein. Das Sprungziel aus. Wir nehmen also den New Program Counter von hier und packen das Immediate hier rein, addieren das und dann können wir das in den Multiplexer führen, der das dann hier weiterschiebt. Und was der Multiplexer macht, das wird entschieden, indem wir hier dieses Register A noch schnell auf 0 testen. Das alles findet im ID statt. Also die Addition, das Sprungziel berechnen und die Entscheidung, ob wir denn den New Program Counter oder das berechnete Sprungziel benutzen. Instruktion holen, nach dem Instruction Decode wissen wir, ob gesprungen wird oder nicht. Das bedeutet, wir haben nur eine Bubble in der Pipeline. Jetzt wären wir dann bei 20% Sprünge, 1,2 CPI, Clocks per Instruction. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir die Entscheidung, ob gesprungen wird oder nicht, relativ einfach hinkriegen, zum Beispiel einen Test auf 0. Das, wenn wir dieses Register hier anschauen, auf 0 testen, gleich oder ungleich, das geht noch ganz gut. Ob es negativ ist oder positiv ist, geht auch ganz gut. Wenn es negativ ist, die Zahl, dann hätten wir ja da einen 1er ganz vorne stehen im vordersten Bit. Und wenn es ein 0er ist, dann wissen wir, dass es eine positive Zahl ist. Also, branch not equal 0, das geht schon ganz gut. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein Problem, wenn Sie sich das hier anschauen, subtract immediate. Typischer Schleifendurchlauf. Wir zählen immer 1 runter und wenn es 0 ist, springen wir nicht und sonst springen wir nach oben, zurück. Ne? Ist ja eine Schleife. Was wir hier haben ist, wir subtrahieren das ein 1er vom R3 und dann schauen wir uns das R3 an. Sie sehen, dass wir eigentlich hier auch nochmal ein Problem haben, denn diese Subtract, der ist ja auch pipelinisiert, der braucht ja auch ein paar Zyklen, bis er fertig ist. Also hier haben wir einen Data Hazard und hier drin stecken Stalls, die wir vielleicht mit Forwarding irgendwie wegkriegen können. Nein, nicht ganz, aber zumindest teilweise wegkriegen können. Und dann haben wir hier noch einen Stall nach diesem Branch Equal. Und weil das hier eine Schleife ist, wird das 1000-mal ausgeführt und einmal nicht, wenn die Schleife 1000-mal läuft. Das ist also auch nochmal entsprechend hässlich. Und gerade 1000-mal, als Beispiel, 500-mal wird die Schleife ausgeführt und einmal nicht. Das heißt, im Wesentlichen haben wir hier in jedem Schleifendurchlauf hier hinten einen Stall und hier haben wir auch noch ein, zwei Stück, selbst mit Forwarding. Also das ist ein bisschen hässlich noch. Da wollen wir uns gleich noch drum kümmern. Ich will hier nur die Notwendigkeit des Kümmerns ein wenig herausarbeiten. Und jetzt wollen wir uns noch ein wenig um spekulative Ausführungen kümmern. Wir wollen uns überlegen, was wäre denn, wenn wir trotzdem immer die nächste Instruktion oder trotzdem immer die andere schon mal holen und uns erst später entscheiden, ob gesprungen wird oder nicht. Und dann gucken wir mal, wie oft werden eigentlich Sprünge ausgeführt?
17% der Instruktionen sind bedingte Sprünge. Das kommt von unseren Ifs und von den Schleifen. 17% der ausgeführten Instruktionen. Bei jedem Schleifendurchlauf wird so eine Sprunginstruktion ausgeführt. Und oft sind die Schleifen ganz kurz. Wer hat noch nicht irgendwie geschrieben, Feld initialisieren, also den Vektor 1000 Elemente, schreibt mal einfach eine kleine Schleife hin. Also 17% der von einem Prozessor ausgeführten Sprünge sind bedingte Sprünge. 85% der Rückwärtssprünge werden ausgeführt, die von mir schon mehrmals zitierte Schleife. 60% der Vorwärtssprünge, wenn da also ein Sprung weiter unten ins Programm drin steht, werden ausgeführt. Das sind die Dinger vom If, dass wir in den Then-Fall springen oder in den Else-Fall springen. Und am Ende vom Then-Fall gibt es natürlich auch nochmal einen Sprung, über den Else-Fall drüber hinwegzukommen. Wir haben ja mal beim MIMA-Code herstellen, haben wir das ja gesehen, dass es für so eine Abfrage 3 Sprünge braucht. 2 oder 3. Insgesamt werden 67% aller Sprünge ausgeführt. Oder andersrum, 33% aller Sprünge werden nicht ausgeführt. Wenn wir jetzt mal eine triviale Vorhersage machen, wir sagen, der Sprung wird nicht ausgeführt und wir füllen unsere Pipeline einfach weiter, als ob nicht gesprungen wird, und falls dann doch gesprungen wird, machen wir das, was wir gemacht haben, rückgängig in Anführungszeichen. Also insbesondere dürfen wir Register erst nicht verändern, bevor wir sicher sind, dass nicht gesprungen wird, wenn wir dieses Predict Not Taken machen. Also hier, wenn hier der Sprung kommt, wenn hier ein Sprung ist und hier die nächste Instruktion geholt wird, was wir hier vorher hatten, wir hier einen Stall draus machen. Das machen wir jetzt nicht. Wir fangen mal an zu dekodieren. Und jetzt beim Execute, da wissen wir, ob der Sprung genommen wird oder nicht. Und dann können wir löschen und hier eine neue Instruktion holen. Der andere Instruktion holen, oder wir können das hier leben lassen, das hier. Auf die Weise haben wir in einem Drittel der Fälle sind wir jetzt den Stall losgeworden. Ein Drittel der Fälle ist schon mal ganz gut. Jetzt wären wir dann bei den CPIs von 1,2 auf 1,13 runtergekommen. 1,13. Ne? Ein Drittel der Fälle weg. Schon wieder ein bisschen was. Sonst haben wir eben dann doch einen Stall, wenn das so ist. Also so eine Spekulation, dass es vielleicht doch geradeaus weitergeht im Programm und nicht gesprungen wird, die kann uns schon mal wieder ein bisschen was bringen. Ein paar Prozent bringt sie auch. Wir werden auf diese Sache mit der spekulativen Ausführung gleich nochmal zurückkommen. Das ist gleich so ein Stündchen oder so, glaube ich, vielleicht auch am Anfang der nächsten Vorlesung. Hier möchte ich nur noch so ein Problemfeld erwähnen, das wir hier nicht weiter vertiefen möchten. Ich muss es bloß der Vollständigkeit halber kurz erwähnen. Die Exceptions, die Ausnahmebehandlung. Das ist schon eine wichtige Komponente von unserer Software, ein Interrupt, es passiert extern irgendwas. Die eine Ausgabe ist fertig, die Festplatte hat es geschafft, den bestellten Sektor zu lesen. Jetzt könnten wir natürlich in unserem Programm irgendwo eine Schleife haben, mal nachgucken, hat er schon gelesen. Das ist das Poll. Das ist aber eigentlich ungeschickt, genauso wie bei der Tastatureingabe. Ich meine, Sie sitzen da und wie viele Anschläge schaffen Sie pro Sekunde? 3, 4 Stück. Oder auch Ihr Computer macht zwischen 2 Anschlägen 1 Million Instruktionen. Wenn er jetzt von dieser 1 Million Instruktionen irgendwie ein Prozent verwenden muss, um immer wieder nachzusehen, ob Sie nicht vielleicht da eingetippt haben. Und in der Regel, was eingetippt haben, in der Regel kommt aber als Antwort zurück, nö, der hat seine Tastatur nicht angefasst. Dann wäre das ja eigentlich ungeschickt. Deshalb gibt es für diesen einen Ausgaben oder auch für irgendwelche Fehler, die passieren, oder die Page-Faults, über die wir noch reden müssen, Interrupts.
Interrupts, da wird die Pipeline des Prozessors angehalten, die Instruktionen, die fertig sind, die sind eben fertig, die werden sozusagen übernommen, die Register werden gerettet und dann wird eine Funktion aufgerufen, die sich um diesen Interrupt kümmert. Also zum Beispiel die Taste bei der Tastatur abholt, das Ethernet-Paket beim Ethernet-Chip abholt, das Internet-Paket, ihr IP-Paket beim Ethernet-Chip abholt oder sich um den Page-Fault kümmert. Breakpoints sind übrigens auch sowas. Breakpoints, wenn Sie von einer Taste oder so ähnlich den Computer anhalten, um im Debugger rumzugucken, was jetzt denn der Zustand der Variablen ist und so weiter. Beziehungsweise irgendwelche Breakpoints, die im Programm selber drin stehen, wo dann in den Debugger gesprungen wird. Sowas macht man auch gerne mit Interrupts. Genauso so Betriebssystemaufrufe. Also der Page-Fault, der wird in der MEM-Stufe bemerkt, als wenn wir uns mal das Beispiel anschauen wollen. Das Betriebssystem, der Prozessor wird unterbrochen, die Register werden gerettet, zumindest teilweise. Der Page-Fault, wir müssen jetzt hören, ob der Ton noch gut ist. Der Page-Fault-Handler tauscht die Seite, während da unterbrochen ist. Ihr Programm läuft gerade nicht und dann wird Ihr Programm wieder aufgenommen. Die Frage ist bloß, was ist jetzt mit all diesen Zuständen, die wir in der Pipeline hatten? Ist das Resultat schon zurückgeschrieben oder noch nicht? Da braucht man eine definierte Art, diese Pipeline zu unterbrechen. Und danach müssen wir wieder vorne anfangen, vor dem Zeitpunkt, wo unterbrochen worden ist. In der DLX, da gibt es eine Trap-Instruktion und da werden diese Latches vom Instruction Fetch, Instruction Decode, da kommt die Trap-Instruktion rein. Danach werden keine weiteren Schreiboperationen zugelassen in die Registerbank. Der PC, der Programmzähler wird gerettet und später wird er wieder restauriert mit diesem Return from Exception. Der Exception selber ist dafür zuständig, all die Register zu retten, die Exception selber braucht, um was zu machen. Also Compiler weiß ja, oder auch der Assembler-Programmierer weiß ja, welche von den 32 Registern benutzt werden in dieser Interrupt-Service-Routine und die müssen dann gerettet werden, wieder restauriert werden. Ein Problem haben wir sicher mit der Instruktion, die in Delay-Slot steckt. Also da gibt es ein paar Schwierigkeiten und da muss man sich intensiv drum kümmern als Prozessordesigner. Was macht man hier bei diesen Exceptions, damit da nicht irgendwelche inkonsistenten Sachen entstehen? Jetzt möchte ich als Unterkapitel hier darüber sprechen, wie denn so eine pipelinisierte, oder die Probleme der pipelinisierten Ausführung, also unsere Hazards, Data Hazard, der Delay Slot, also Control Hazards, wie man trotz dieser existierenden Hazards möglichst viele Instruktionen pro Sekunde ausführen kann oder pro Zeiteinheit ausführen kann. Ja, hier geht es um Single-Threaded Performance. Also für einen Thread die Performance zu optimieren. Dazu gibt es Softwareansätze, das macht der Compiler. Und dazu gibt es Hardwareansätze. Das Beispiel mit dem Branch und dem Delay Slot, das ist ein gutes Beispiel.
Hier haben wir die Ausführung, wenn nicht gesprungen wird, und hier haben wir die Ausführung, wenn gesprungen wird. Man kann jetzt den Prozessor so bauen, dass wir sagen, annehmen, die Instruktion, die nach der Sprunginstruktion kommt, hier Instruktion I sei die Sprunginstruktion, hier auch. Und wir sagen, dass die Instruktion I plus 1, die dahinter kommt, hinterm Sprung, dass die einfach immer ausgeführt wird. Das heißt also, was der da hier lädt, das wird einfach noch immer ausgeführt. Wir machen hier nie einen Stall, sondern egal wie der Sprung ist, es wird immer ausgeführt. Das habe ich hier versucht aufzuschreiben. Die Instruktion I plus 1, die schreiben wir in den Delay-Slot rein, die wird immer ausgeführt, egal ob es dann linear weitergeht oder gesprungen wird. Hier habe ich aufgeschrieben, Instruktion I wird ausgeführt, I plus 1 im Delay-Slot auch noch, der Branch Target, die erste Instruktion vom Ziel wird ausgeführt, die zweite Instruktion, die dritte Instruktion. Hier wird Instruktion I plus 1 im Delay-Slot ausgeführt und dann I plus 2, I plus 3, I plus 4, das, was dahinter steht. Das heißt, das, was danach kommt, nach dem Sprung, wird einfach immer ausgeführt. Wenn uns das nicht passt, dem Compiler oder dem Assembler-Programmierer, müssen wir in die Instruktion I plus 1 einen Knob eintragen. Das kann man auch Software-Bubble nennen. Wenn wir nicht wissen, wenn wir keine schlaue Idee haben, was da reinkommt, dann schreiben wir halt einen Knob rein, schadet nicht, no operation. Wir können auch das Register 0 zum Register 0 addieren und wieder ins Register 0 zurückschreiben. Das ist übrigens tatsächlich der Knob in der DLX. Eine Addition von 0 zu 0 und das Resultat kommt auch wieder in das Register, was ohnehin schon 0 ist. Aber meistens findet der Compiler was. Nein, nicht meistens. Häufig findet der Compiler was. Und der Assembler-Programmierer, der findet fast immer was. Zur Not wird das Programm so lange massiert und umstrukturiert, bis man was hat. Also, ich habe auch schon solche Architekturen mit einem Delay-Slot programmiert und also, wenn ich so einen Delay-Slot hatte, da konnte ich einfach nicht schlafen, bevor da irgendwas Vernünftiges drin steht. Also der Programmierer findet fast immer was. Hier, das sollte eigentlich noch eine neue Zeile sein. So ein Compiler, der muss für den Delay-Slot planen. Der Assembler-Programmierer natürlich auch. Schauen wir uns mal Beispiele an. Oh, nee, ja, das hier, das kommt einfach weg. Gucken Sie das hier weg. Muss ich noch machen. Hier oben steht es nämlich schon wieder. Compilerplan für den Delay-Slot. Oh. Na gut, Druckfehler. Was kann man denn machen? Nehmen wir uns mal als erstes das hier. Wir haben die Addition R3 plus kommt ins R1. Und dann testen wir hier das R2 und springen, wenn das R2 gleich 0 ist. Was wir machen können und was die Semantik, die Ergebnisse unseres Programms überhaupt nicht ändert. Wir können doch den Test hier machen und diese Addition hier in den Delay-Slot reinschreiben. Kein Problem. Es wird hier immer gemacht und dann wird gesprungen. So wird gesprungen, aber das hat ja einen Delay und dann können wir hier das Add dann noch reinschreiben. Es wird dann auch jedes Mal gemacht. Programmergebnis ist unverändert. Wir sind bloß gerade einen Stall losgeworden, eine Bubble losgeworden. Also das hier ist doch schön, wenn der Sprung unabhängig ist von der Vorhergängerinstruktion, das ist der hier. Ich habe, um das ein bisschen interessanter zu machen, die R2 auch hier reingeschrieben, aber muss nicht mal sein, aber das R2 wird ja hier nur gelesen und hier auch nur gelesen. Ist also egal. Read after read stört ja nun nicht. Nur wenn das so unabhängig ist, können wir das einfach nehmen. Oder das hier. Müssen wir hier. Wir haben hier subtract immediate R1, 1 vom R1 und dann schreiben wir das hier hin und dann springen wir nach hier oben. Gut, hier, das hier
Da haben wir noch ein kleines Problem. Wie Sie sehen, haben wir hier zwischendrin sicher auch noch irgendwelche Stalls. Aber die wollen wir jetzt mal ignorieren. Jedenfalls hier hinten drin, da müssen wir uns später noch drum kümmern, hier haben wir einen Delay-Slot. Und was können wir in den Delay-Slot reinstecken? Das hier oben, das ist ja unabhängig von dem da, das wird immer als erste Instruktion ausgeführt. Also stecken wir es doch hier unten in den Delay-Slot und springen nicht bis hierhin, sondern erst auf die Instruktion darunter. Jetzt haben wir wieder was gefunden. Also, Instruktion vom Ziel ja, vorziehen und in den Delay-Slot reinstecken. Der einzige Nachteil ist, wenn wir hier nicht springen, wird diese Instruktion einmal zu häufig ausgeführt. Aber sie wird immer einmal zu häufig ausgeführt. Das heißt, man kann es auch rückgängig machen, korrigieren. Oder vielleicht wird das R4 auch hier unten gar nicht benutzt. Dann ist es ja eigentlich auch häufig, dass diese Schleife hier irgendwas tut, dass das R4 hier als Hilfsregister benutzt wird. Also entweder wird es nicht benutzt, oder wir müssen das Ergebnis vielleicht sogar korrigieren, aufräumen. Dann könnten wir hier mit der Addition hinkriegen. Was auch noch geht, ist das hier. Ich habe hier also ein Branch equal 0 hier unten hin. Und was ich jetzt machen kann, ich kann das hier nehmen und immer hier reinstecken und dann eins weiter springen. Ja, so eine Nachfolgeinstruktion hier springen. Dann wird das auch hier immer berechnet. Das einzige Problem ist, dass das hier natürlich auch im anderen Fall berechnet wird. Also wenn wir hier durchgehen, hier drin, dann ist das jetzt auch schon berechnet. Das kann stören. Das heißt, dieses Register R4, das dürfte man jetzt hier in der Sprungregion, in der Region, über die man überspringt, nicht benutzen. Sowas kann der Compiler machen. Der muss sich bloß überlegen, wie sind die Folgen. Und da gibt es ein paar Standardtechniken und darauf kann man einfach das Programm abklopfen. Hier habe ich schon die wichtigsten Sachen genannt. Wir haben was, was davon völlig unabhängig ist, was davor rumsteht. Wir haben eine Instruktion ja, hier vom Ziel, die wir vorne, die wir hier reinstecken können. Und das ist ja auch was vom Ziel, was wir da reinstecken können. Eigentlich ist ein bisschen ein anderer Fall. Das kann man übrigens auch nicht nur im Compiler machen, das kann man auch dynamisch in der Hardware erledigen. Da kommen wir dann auch nochmal kurz dran vorbei. Jetzt, was wir hier sehen, das funktioniert, wenn wir irgendeine Instruktion zur Verfügung haben, die wir da reinstecken können in den Delay-Slot. Generell, wir brauchen irgendwas, was wir in solche Bubbles reinstecken können. Und jetzt gucken wir uns die Haupttechnik an, wie man dann was findet, was man in die Bubbles reinstecken kann. Betrachten wir mal diese Schleife hier. Vor i ist gleich 0, solange das i kleiner als 1000 ist, in jedem Schritt 1 raufzählen, die klassische Schleife, xi ergibt sich zu xi plus yi. Nein, sowas hat auch fast jeder schon mal geschrieben. Und wir können uns vorstellen, das braucht man einfach immer mal wieder. Die Technik, wie man mit solchen Schleifen umgeht, ist das sogenannte Loop Unrolling. Wir können das Programm ja auch so schreiben. Wir weisen dem i die 0 zu. Solange das i kleiner als 1000 ist, berechnen wir xi plus yi und xi plus 1, xi plus das da, hier fehlt ein Zeilenwechsel, xi plus 2, xi plus 3 und jetzt zählen wir i um 4 hoch und es geht hier oben mit dem while weiter. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir sind ein Viertel der Sprung, drei Viertel der Sprunginstruktionen losgeworden. Hier muss 1000 Mal gesprungen worden, hier wird nur 250 Mal gesprungen. Hier wird 1000 Mal getestet, hier wird nur 250 Mal getestet. Das ist schon gut. Und das ist was, was wir einfach so machen können. Das kann aber übrigens auch ein Compiler automatisch machen.
Da haben wir Anzahl der Sprünge reduziert, da haben wir die Delay-Slots reduziert. Jetzt werden Sie sich fragen, was ist denn, wenn meine Anzahl Schleifendurchläufe nicht durch 4 teilbar sind? Dann sage ich, na, vielleicht sind sie durch 3 teilbar oder durch 7 oder sowas. Was ist, wenn es prim ist, die Anzahl der Schleifendurchläufe? Dann sage ich, okay, wir suchen uns was, was in der Nähe ist und was durch 4 teilbar ist. Und dann brauchen wir, ne, Ausholfaktor k, n Schleifendurchläufe, dann ist die Hauptschleife n diff k Durchläufe. Und wenn das k 8 ist, dann haben wir fast 7 Achtel der Sprünge eingespart. Und jetzt brauchen wir bloß am Ende noch so eine kleine Aufräumschleife, die vom letzten Index i bis eben zu n des Einzelnen abarbeitet, die paar, die noch übrig sind. Und wenn der Ausrollfaktor k war, dann müssen wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal laufen oder so ähnlich. Oder 7 Mal. Also das lässt sich auf jeden Fall so irgendwie hinkriegen. Jetzt wären wir schon Delay-Slots losgeworden, aber es geht noch viel besser. Und jetzt packen wir all das, was wir so gelernt haben, noch zusammen, um mal so eine Optimierung durchzuziehen. Das machen wir hier dann auf der übernächsten Folie. Ich sammle bloß kurz nochmal auf. So ein Compiler, der kann für die Pipeline, wenn er sie kennt, schedulen. Wenn er weiß, ob es Forwarding gibt, wie gut geforwardet wird, von wo nach wo, wenn er weiß, wie viele Delay-Slots wir haben, ein oder mehrere, und wenn er die Ressourcen von dem Prozessor kennt, Resource Hazards kennt, dann kann er die Instruktionen so anordnen, dass weniger von diesen Hazards passieren. Der Nachteil ist, wenn der Prozessorhersteller irgendwann mal einen neuen Prozessor rausbringt, dann können Sie ihn nicht einfach hier in den Computer reinstecken und diese Probleme sind beseitigt, sondern der Code ist immer noch genau für diese Prozessorversion optimiert, für die alte und nicht für die neue. Die müssen Sie frisch übersetzen. Deshalb geben solche Leute wie Intel oder so gar nicht so gerne die Eigenschaften der Prozessor-Pipeline bekannt, denn dann wird es ja beim nächsten Mal, wenn Sie den Leuten die nächste Prozessorgeneration verkaufen wollen, trotzdem nicht schneller, weil der Compiler noch auf die alte Architektur oder sagen wir mal auf die alte Implementierung optimiert. Aber gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Oder optimiert hat. Ein paar von den Techniken, die wir hier kennenlernen, eine ganze Menge sogar, kann man übrigens auch dynamisch in Hardware ausführen. Das ist das, was man heutzutage auch gern macht. Aber wir studieren es jetzt erstmal an der Software. Wir wollen Instruktionen umsortieren. Irgendwas finden, was in so einen Delay-Slot rein kann. Oder auch was finden, was wir in den Raw Hazard ausführen können. Also wenn wir eine echte Datenabhängigkeit haben. Da würden wir auch gerne was reinstecken. Datenabhängige Instruktionen auseinanderziehen. Wir haben 2, die datenabhängig sind, bräuchten wir eigentlich, die stehen ganz hintereinander, da bräuchten wir eigentlich eine Bubble, aber vielleicht können wir in die Bubble auch was anderes reinstecken. Vielleicht ist das ja möglich. Und dieses Instruktionen umsortieren geht umso besser, je mehr Instruktionen man zur Auswahl hat. Und das führt uns wieder zum Schleifenausrollen. Wenn ich so eine Schleife ausrolle, stehen einfach mehr Instruktionen rum, die man umsortieren kann. Und dann kann man eben datenabhängige Instruktionen auseinanderziehen, was zwischen reinstecken, man findet was für die Delay-Slots. Natürlich muss man immer diese Abhängigkeiten betrachten, als Programmierer, und da macht man es eben, wenn man Assembler programmiert, wenn man Compiler ist, da gibt es Techniken, wie man sowas macht, so eine Datenflussanalyse. Nicht alle Hazards, die wir besprochen haben, sind Raw Hazards. Es gibt auch die hier.
war und waff, Anti-Abhängigkeiten, also eigentlich was Gutes erstmal, wenn wir nicht umsortieren können, zum wall führen, Ausgabeabhängigkeiten können zum waff führen, das löst man mit Register Renaming. Man nimmt einfach andere Register, um irgendwelche Resultate zu speichern. Dann haben wir nach dem Umsortieren eine andere Registerbenahmung, aber naja, das wissen wir ja und da können wir uns drum kümmern. Der Compiler kann sich drum kümmern und wir können es auch im Kopf, wenn wir das wollen. Und in Hardware kann man sowas übrigens auch machen. Da gibt es dann Renaming Registers, die man für diesen Zweck benutzt. Diverse, ja, wenn man da optimiert, so Datenflussanalyse macht, dynamische Abhängigkeiten findet bei der Spekulation. Da gibt es ein paar Probleme, die so auftauchen. Hier oben zum Beispiel Kontrollabhängigkeiten. Wir haben einen Codeblock, der durch if bewacht wird. Ja, zum Beispiel, dass wir nur was ausführen, wenn der Pointer, den wir da dereferenzieren wollen, wenn der ungleich 0 ist. Wenn er gleich 0 ist, wollen wir es eben genau nicht ausführen. Der Nullpointer, ne? Oder Nullpointer. Und da fragt sich schon, welche Instruktionen kann man denn rausziehen und reinstecken. Ja? Wenn wir gerade so einen if-Block haben, der aufpasst, dass das R2, gucken Sie, hier habe ich sowas, ne? Branch equal 0, falls das R2 0 ist, dann wollen wir das hier überspringen. Und sonst wird hier geladen vom R2. Diese Instruktion hier rauszuziehen, ist natürlich etwas ungeschickt. Bei Exceptions gibt es ähnliche Probleme. Hier haben wir den Delay-Slot. Ne? Und wenn ich hier das hier auf jeden Fall ausführe, im Delay-Slot, obwohl der Programmierer gerade sowas gebaut hat, würde mir hier eine Exception passieren, weil das ja ausgeführt wird, obwohl das hier 0 ist und das eigentlich getestet worden ist, dann müssten wir hier die Exception ignorieren, falls wir im Delay-Slot sowas machen. Also da kann man sich vielleicht schon auch noch drum kümmern. Ja, dynamische Abhängigkeiten und Spekulation, also wir haben zum Beispiel hier eine Datenflussabhängigkeit, das R3 wird zum R2 addiert, kommt ins R1 und dann kommt hier der Branch equal 0 an diese Marke hier unten zum L hin und das hier steht danach, wird übersprungen, hier kommt ein Stall. Was man jetzt nicht machen kann, ist das hier zum Beispiel hier unten reinziehen, weil ja das R1 hier benutzt wird als Ziel und wir würden hier ein falsches Resultat produzieren. Oder hier das R4, das wird später nicht mehr verwendet. Hier habe ich den Subtract, hier habe ich einen Stall. Der Stall entsteht dadurch, dass ich das R4 hier berechne und hier wieder verwende. Das ist so ein Wall Hazard. Jetzt muss man sich überlegen, was man hier macht. Ob man zum Beispiel das hier nach hinten zieht und das hier weiter nach vorne hinzieht. Andererseits wird es hier gerade übersprungen. Wenn es aber dann, oder das R4 hier irgendwie wegziehen, es wird hier weiter unten nicht mehr verwendet. Was wir hier machen, um dieses Problem zu lösen, man nehme diesen Sub hier und ziehe ihn ganz nach vorne, dann kommt das Addieren, dann kommt das Branch Equal. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das hier ja diese beiden Instruktionen eigentlich überspringt. Wir wollen also eigentlich dafür sorgen, dass wenn das R12 0 ist, dass wir die beiden hier nicht machen. Hier wird nur das hier bewacht durch diesen Branch, aber nicht mehr das R4. Wenn das R4 hier weiter unten hier nicht mehr benutzt wird, sondern nur das R5 benutzt wird, dann können wir das trotzdem tun. Also, es gibt Fälle, in denen man
hier umsortieren kann, um diesen Stall hier zu vermeiden. Wenn das hier schon berechnet wird, dann haben wir hier zwei Instruktionen dazwischen und wir können auf diesen Stall verzichten, den wir sonst einfügen müssten. Und jetzt kommt dieses, jetzt möchte ich Sie alle bitten, kurz aufzuwachen. Jetzt kommt das Beispiel von so einer Schleife. Für i ergibt sich zu 0, solange es kleiner 1000 ist, in jedem Schritt 1 raufzählen, xi ist gleich xi plus s, also irgendeine Konstante auf einen Vektor drauf addieren. Das wollen wir jetzt mal machen. Wenn wir das auf naive Weise übersetzen, dann steht das hier da. Wir wollen also als erstes mal 0 relativ zu R1 ins F0 laden. Dann wollen wir das F2, da steht unsere Konstante, also das XI, darauf zeigt das R1. Wir laden also hier das erste Element, das X0. Dann addieren wir das S, das haben wir ins F2 geschafft, das F2 auf das F0, stecken es ins F4 rein, dann speichern wir dieses Double hier, F4, die Summe hiervon kommt dahin, wo es R1 hinzeigt, dann zählen wir das R1 um 8 hoch, das ist ein Double, ne? 8 Byte, zählen wir also so hoch, dass es auf das nächste Vektorelement x an der Stelle 1 zeigt und dann springen wir hier hoch. Sieht doch ganz okay aus, gell? Wenn wir die Bubbles, die der Prozessor einfügen muss, um das ausführen zu können, betrachten, sieht es gar nicht mehr so gut aus. Muss man hier von dem hier laden, bis es im F0 steht, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Stall, selbst wenn es aus dem Cache kommt. Jetzt wollen wir F2 zum F0 dazu addieren, das F4 schreiben. Die Float-Addition Double braucht allerdings 3 Takte, bis das Resultat fertig ist. Wenn es voll pipelinisiert ist, wäre das alles kein Problem, wenn wir immer wieder eins reinstecken. Aber weil wir hier auf das Resultat brauchen, also da müssen wir auf das brauchen wir das fertige F4, um es ins Memory zu schreiben, müssen wir hier für den Store warten, bis das Resultat da ist. Also haben wir gerade noch 2 Bubbles geerbt. Dann subtrahieren das 8 vom R1, weil das auch nicht sofort fertig ist, selbst mit Forwarding, müssen wir den Store einfügen, bis wir hier uns entscheiden können, ob wir springen oder auch nicht. Und wir haben auch noch einen Delay-Slot. So war eben unsere Pipeline gebaut. Das ist für die Pipeline, die wir uns oben weiter oben angeschaut haben. Letzte Vorlesung und heute. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Instruktionen. 1, 2, 3, 4, 5 Bubbles. Das ist also halb so schnell, wie wir uns das denken. Diese Codefolge. Jetzt wollen wir mal ein bisschen rumoptimieren. Die erste Idee, die wir haben, ist, diesen Store hier, den könnten wir ja nehmen und hier unten im Delay-Slot bearbeiten. Wenn wir das machen, dann werden wir die beiden Stores los, denn diese Instruktion und dieser Store hier, beziehungsweise der Branch not equal 0, die stehen ja dazwischen. Das machen wir mal. Das ist eine gute Idee. Den Store, den ziehen wir hier in den Delay-Slot hinein. Jetzt sind wir in den Delay-Slot losgeworden und die beiden hier, 3 Zyklen, wir haben noch diesen Store hier, denn wir ziehen den Sub nach oben. Der Sub hier, den wir hier nach oben ziehen, können wir ja, nachdem wir das geladen haben, können wir das sofort das R1 raufzählen. Wir müssen eigentlich dann hier unten den Store woanders hin machen. Wir haben das hier 1 runtergezählt, das ist also 8 zu niedrig für das da. Also müssen wir den hier
korrigieren und ein Offset von 8 benutzen. Das SD ist nämlich eigentlich abhängig vom Subi und deshalb müssen wir das SD, weil wir das Subi zu früh gemacht haben, korrigieren. Aber das kann der Compiler ja. Oder wir als Assembler-Programmierer können das. Den hier in den Delay-Slot und den Subi nach vorne ziehen. Jetzt brauchen wir noch einen Stall, denn der hier, ja, hier muss natürlich 3 stehen, der Add braucht 1, 2, 3 Zyklen, bis er fertig ist. Die beiden braucht er noch und dann kann man erst den Store machen. Das heißt, wir bräuchten hier drin noch einen Stall, leider. Und wenn Sie jetzt diesen Code noch heftig ansehen, also mir ist nichts eingefallen, wie man das jetzt noch ein bisschen optimieren kann. Wie man den Stall los wird. So direkt. Aber ich habe trotzdem noch einen Ass im Ärmel. Oder die Informatiker haben einen Ass im Ärmel. Die Compilerbauer haben einen Ass im Ärmel. Und das heißt Loop Unrolling. Ist sowieso gut, denn wir haben dann nur noch ein Viertel der Subtract Immediates und nur noch ein Viertel der Branch-Instruktionen nötig. Schreiben wir es doch einfach mal so auf. Wir laden das erste Element, und weil wir schlau sind, wir laden das erste Element, das ist wieder naiv, ausgerollt, das erste Element laden, die Addition durchführen, wegschreiben, das zweite Element laden, addieren, wegschreiben, das dritte Element laden, addieren, wegschreiben, das vierte Element laden, addieren, wegschreiben. Sie sehen immer, das hier holen wir von 0 und schreiben es nach 0 zurück, minus 8 und so weiter. Hier unten subtrahieren wir jetzt dann gleich 32. Wir haben ja 4 solche Doubles geholt und springen wieder nach oben. Wir haben die Adressen in den Instruktionen verändert, das haben wir gebraucht, und wir haben diese Subtract Immediate Instruktion verändert. Was wir hier zählen ist 14 Instruktionen, aber natürlich gibt es dazwischendurch noch ein paar Stalls. Der hier hat einen, hier kommen noch 2 dazu. Also wir haben 4 Load Stalls nach dem, nach dem, nach dem und nach dem. Wir haben hier unten einen Stall, der Subi hat einen Stall und hier diese Zusatzstalls durch die Adds da, da und so weiter. Wir brauchen also 28 Zyklen. Das sind 7 Zyklen pro Element. Hier vorne hatten wir 10 Zyklen pro Element, ganz schlecht. Hier hatten wir 6 Zyklen pro Element, war schon besser. Durch das Unrolling haben wir jetzt 7 Zyklen pro Element. Und jetzt wird optimiert. Diese Stalls, die werden wir jetzt alle los. Was machen wir? Wir pipelinisieren erstmal das Laden. Also, das erste Element laden, Register Renaming brauchen wir jetzt. Nur wenn wir hier wieder ins F0 laden würden, würden wir das, was wir hier ins F0 reingeholt haben, gleich kaputt machen. Also Register Renaming, das minus 8 R1, was hier ins F0 ist, das stecken wir jetzt hier ins F6, das stecken wir ins F10 und das stecken wir ins F14. Wie sieht die Register da aus, wäre es auch egal. Wenn wir die 3 gemacht haben, ist der erste sicher geholt. Wir addieren F2 zu F0 ins F4. Ne, der arbeitet jetzt, bräuchte noch 2 Stalls, aber wir haben ja was, was wir da reinstecken können. Die Addition F2 zu F6, hier zu dem da dazu, kommt ins F8, F2 zu F10, kommt ins F12, F2 zu F14, kommt ins F16. Weil das Doubles sind, können wir die ungeraden F-Register nicht benutzen. Die sind nur 32-Bit breit, die F-Register. Wir müssen immer so 2 für ein Double benutzen. Jetzt haben wir also all die hier, die Additionen gemacht. Der erste, der F4, der ist hier schon fertig. Also F4 nach 0 R1. F8 ist hier schon fertig. F8 nach minus 8 R1. Der Subtract Immediate, den wollen wir rechtzeitig vor dem Branch Not Equal Zero berechnen. Danach brauchen wir noch eine Instruktion, also machen wir den hier.
weil der Subtract Immediate eine Latenz hat von einem Zyklus, bis das Ergebnis da ist, können wir das R1 nochmal benutzen. Es ist noch nicht verändert. Also minus 16 R1 können wir das F12 reinschreiben. Nachdem die Instruktion fertig ist, ist übrigens spätestens das R1 geändert. Wir können unseren Test machen, branch not equal 0 nach oben. Und jetzt hier in den Delay-Slot, da haben wir noch ein Speichern reingepackt. Aber jetzt müssen wir, das war hier, wollten wir eigentlich minus 24 R1 beschreiben, weil wir aber das R1 und 32 hochgezählt haben, 32 subtrahiert haben, schreiben wir nicht nach hier nach minus 24, sondern nach plus 8. 8 ist gleich 32 minus 24, die 32, die wir abgezogen haben, die 24, die es dahin soll, und dann müssen wir das noch um 8 korrigieren. Und dann geht es hier oben weiter. Und jetzt zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und in diesen 14 Instruktionen, die wir brauchen, haben wir 4 Elemente verarztet. Wir brauchen also 3,5 Zyklen pro Element. Keine Stalls mehr. 3,5 Zyklen pro Element. Das hatten wir, der beste Fall war 6 vorher, wenn wir es einzeln bearbeiten. Und wenn wir uns dumm anstellen, sind es 10. Das ist eigentlich eine schöne Beschleunigung. Und die Beschleunigung haben wir deshalb hingekriegt, weil wir viele Instruktionen zur Auswahl hatten, die wir umsortieren konnten. Das Loop Unrolling ist erstens mal 3/4 der Jumps und 3/4 der Tests losgeworden. Also Branch Not Zero, also 3/4 von diesem Testen und Springen. Und 3/4 von den Subtracts. Und dann hatten wir noch genügend zum Auswählen, sodass wir die Stalls alle loswerden konnten und für jede Bubble eine nützliche Instruktion gefunden haben. Sie können sich übrigens mal als Übung, wenn Sie es noch nicht ganz nachvollziehen können, hier, so wie ich das hier gemacht habe, hier die Bubbles noch hier einzeichnen. Hier kommt eine rote Knob rein, hier kommen zwei rein, hier eine, zwei, und hier unten noch eine, und hier unten nach dem Branch Not Equal Zero kommt auch noch eine hin. Und dann, wenn man all diese Bubbles hat, kann man diesen Optimierungsschritt machen. Das ist übrigens, wenn man es wirklich gut verstehen will, was da gemacht worden ist, muss man sich vielleicht einfach mit einem Blatt Papier hinsetzen oder zumindest es mal zu Hause nochmal im Kopf durchgehen. Aber es ist ein, wie ich finde, gutes Beispiel, an dem man sieht, wie ein Compiler da sortieren kann. Und gleich werden wir sehen, dass Hardware auch sortiert. Solche Sachen machen kann. Da brauchen wir eigentlich noch irgendwelche Konzepte, wie die Hardware das hinkriegt. Wir sprechen ein wenig über Hardware, die sowas macht. Wir hatten in unserer DLX, so wie wir sie ganz am Anfang hatten, In der MIMA haben wir die ALU, wir hatten nur einen Addierer benutzen müssen, um die Instruktionen, den Programmzähler aufzuzählen, damit wir die nächste Instruktion holen können. Und wir haben es für Additionen und so weiter gebraucht. Wir haben eine ALU gleich mehrfach verwendet. In der ersten DLX haben wir die ALU verwendet, um wirklich zu rechnen oder um die Offsets von Loads und Stores auszurechnen, also die effektiven Adressen von Loads und Stores auszurechnen mit dem Offset, oder um springen zu können. Für den nächsten Befehl gab es eine extra ALU. Und dann haben wir noch eine ALU spendiert, um Sprünge berechnen zu können. Was also irgendwie zur Beschleunigung beiträgt und was auch mittlerweile zur Verfügung steht, ist, weitere Funktionseinheiten auf den Chip drauf zu integrieren. Wenn Sie sich, wir hatten noch dieses Bild, das hat man diese Vorlesung nicht wegen der Rechte, ja,
Ich habe gesagt, diese RISC von den Patterson, die hatte ungefähr 40.000 Transistoren. Und damit hat es einen 32-Bit RISC-Rechner gegeben. Heutzutage ist es so, dass man auch problemlos ein paar Milliarden Transistoren auf dieselbe Chipfläche draufkriegt. Und irgendwann stellt sich natürlich die Frage, wenn man einen RISC-Prozessor mit 40.000 hinkriegt, was macht man mit den restlichen 5 Milliarden minus 40.000? Und ein Ansatz ist Funktionseinheiten, weitere Ausführungseinheiten. Wir können zum Beispiel zwei solche Adder hier einbauen. Dann könnten wir zwei solche Additionen parallel machen. Könnten wir noch ein bisschen mehr von diesen Zyklen hier loswerden. Dann wären es nicht nur 3,5, wenn wir hier die beiden parallel ausführen lassen könnten, also das hier machen und gleichzeitig noch das hier machen und dann im nächsten Schritt die beiden, dann würden wir hier noch was loswerden. Einen Zyklus oder so ähnlich. Oder zwei Zyklen. Und dann wird das Programm wieder ein bisschen schneller werden. Also weitere Funktionseinheiten kann man einbauen und naja, wenn Sie die jetzige Generation haben, fürs nächste Mal haben Sie im Jahr haben Sie weitere Funktionseinheiten, dann können Sie natürlich nicht den ganzen Code frisch machen, der da draußen so schwimmt. Sie können nicht das Betriebssystem frisch übersetzen oder irgendein Stück Software, die Sie gekauft haben. Dann muss es der Prozessor schon wissen. Also wir wollen die Pipeline-Eigenschaften vielleicht nicht ins Programm einbauen, sondern wir können den Prozessor verbessern durch weitere Ausführungseinheiten und der Code wird automatisch schneller. Was man sich auch überlegen kann, ist, ob man nicht solche CISC-Instruktionssätze auf RISC-Prozessoren zum Laufen bringt. Irgendwann mal ist auch Intel aufgefallen, dass diese RISC-Geschichte eigentlich was ganz Gutes ist. Aber weil der alte 8086-Code weiterlaufen sollte, haben die sich überlegt, beim Pentium Pro und bei allen den folgenden, nehmen wir die 8086-Instruktionen, also zum Beispiel hier so ein Move oder diese Addition, und die teilen wir auf, diesen Move hier, das hier, hier in den Speicher schreiben, an den Offset 10 von dem ES-Register. Da berechnen wir erstmal das hier und dann führen wir diese Speicheroperation durch. Also er macht dann zwei solche Mikrooperationen. Dieser Befehl hier, der lädt erst den Wert von hier, dann addiert er das EAX dazu, dann berechnet er die Zieladresse und dann wird gespeichert. Der macht also aus dieser alten Intel-Instruktion vier solche Mikrooperationen. Und jetzt die lassen sich besser, die habe ich absichtlich nur textuell hingeschrieben, die lassen sich jetzt besser, die können Sie auch nicht direkt aus Ihrem Programm benutzen. Die stecken innen drin in so einem Pentium oder in einem Core 2 Duo oder einem i7 oder einem i3. An die kommt man nicht ran, die werden hier daraus generiert, aber hier drin kann die Hardware in diesem Prozessor dynamisch schedulen. Das, was wir eben vom Compiler besprochen haben. Und da gibt es dann auch gleich ein paar mehr und dann kann man vielleicht auch was weglassen, ein bisschen optimieren und so weiter. Das dynamische Schedulen, also der Instruction Decode, schaut sich an, ob man einen Befehl ausführen soll oder nicht. Wir haben eine Warteschlange mit Befehlen. Hier sei das die Warteschlange. Für diese gelbe Instruktion brauchen wir das Register brauchen wir für die, das Register brauchen wir für die, das Register brauchen wir für die und natürlich produzieren die auch wieder frische Register. Jetzt kann es sein, dass die grüne Instruktion auf das Resultat von der gelben oder die blaue auf das Resultat von der gelben wartet. Der Prozessor überlegt sich das, also die blaue, die kann ich nicht ausführen, bis die gelbe nicht ganz durch die Pipeline durch ist. Aber ich kann die grüne schon ausführen, weil die da nichts davon braucht. Das ist eine so eine Überlegung, die man haben könnte. Also der hier schreibt im Register, dass dann der blaue braucht, also nicht den blauen ausführen, sondern erstmal den
grünen und den lilanen und dann den blauen ausführen, wenn das mit dem Datenfluss so klappt. Wir haben also eine Warteschlange mit Befehlen. Wir werten die Hassles aus, die es gibt. Wer braucht welche Funktionseinheit? Dann werden die zusätzlichen Funktionseinheiten, die wir jetzt nun haben, und dann wird der nächste mögliche Befehl gestartet. Gestartet im Sinne in eine Functional Unit reingesteckt. Wir können ja mehrere Addierer, wir haben vielleicht Multiplizierer und so weiter. Also in die Functional Units hineinpacken. Eventuell werden sie dafür auch dynamisch umgeordnet. Jetzt wird die Instruktion Resultatreihenfolge natürlich geändert. Insbesondere produzieren wir jetzt Resultate vielleicht so früh, dass sie überschrieben werden durch andere Instruktionen. Also, dass wir die beiden write after read und write after write produzieren. Was ist überhaupt mit Exceptions? Kann das sein, dass das jetzt vielleicht durch diese Umordnung nicht mehr passt? Und beim verteilten Programmieren, wenn man mehrere von diesen Prozessoren hat, kann man sich auch nicht mehr so ganz auf die richtige Reihenfolge verlassen. Wenn man mehrere Kerne hat, kann man sich nicht mehr auf die richtige Reihenfolge verlassen, weil die eventuell umsortiert wird. Da muss man sich dann überlegen, was man in diesen Sonderfällen macht. Die einfache Modifikation von der DLX-Pipeline, wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass so eine Float-Addition relativ lange dauert, mehrere Takte braucht. Also bauen wir doch mehrere Floating-Point-ALUs in die DLX mal ein. Nach wie vor eine Integer-ALU, so wie sie bisher war, dann einen Floating-Point-Addierer, zwei Floating-Point-Multiplier, die brauchen relativ lange, und noch eine Floating-Point-Division. Also eine Funktionseinheit Integer, zwei Floating-Point-Multiplier, Floating-Point-Division und eine Floating-Point-Addition macht fünf Funktionseinheiten, die jetzt auf dieser modifizierten DLX vorhanden sind. Jetzt muss die DLX, wenn die hier diese Warteschlange anschaut, anhand von diesen Strichen, diesen Abhängigkeiten, herausfinden, Structural Hazards und Data Hazards anschauen, welche Instruktion von diesen hier kann denn jetzt zur Ausführung gebracht werden. Die Instruktion, die ich jetzt dann da zum Beispiel hier in den Floating Point Divisionseinheit reingesteckt habe, die kann auch unter Umständen eine ganze Weile brauchen, bis das Resultat fertig ist. Wenn so eine Division braucht eben ein bisschen länger als zum Beispiel eine Addition. Das sind weitere von diesen Data Hazards. Wenn ich eine Floating-Point-Zahl durch eine andere Floating-Point-Zahl dividiere und gleich danach weiterverwende, dann geht es halt nicht. Da müssen wir andere Instruktionen da einfügen, reinsortieren. Ich sage, wir müssen, und dann und so weiter. Was wir jetzt machen, ist uns überlegen, wie kann man sowas hinkriegen. Hier habe ich noch ein Beispiel. Wir haben diese Instruktionssequenz. Dividier, also das F2 durchs F4 dividieren und das F0 reinschreiben. Und hier wird das F0 benutzt. Gleich hier danach. Aber das hier, diese Instruktion, benutzt als Input keines von diesen Registern, die Output-Register. Und der Output hiervon stört auch nicht hier. Das heißt, ich darf den Sub-D vor diesen Add davor ziehen und bin in Bubble losgeworden. Also das hier eins nach oben. Das könnte ich übrigens nicht, wenn hier bei dem Sub-D das F10 benutzt wird. Dann hätte ich einen Write after Write produziert. Oder wenn hier bei dem Sub-D das F8 benutzt wird, dann hätte er als Resultat benutzt wird, dann hätte ich einen Write after Read, weil der hier auch gelesen wird, das F8. Also in diesen Fällen könnte ich nicht vorziehen, aber so wie es hier links ist, kann ich eben vorziehen. Sie sehen, man muss
ein bisschen aufpasst. Das ist ein bisschen sowas wie eine Logelei oder wie Schachspiel. Eigentlich wie Schachspiel. Wenn ich die Figur dahin ziehe, dann könnte der das und das machen. Also das wollen wir nicht. Man muss sich versuchen, dass man eben keine Figur einstellt und dass es kein Matt in zwei Zügen gibt. So muss man sich. Und wir brauchen was, was einfach ist. Wir müssen also unsere Register irgendwie verwalten. Wir müssen die Data Hassles auflösen. Wir müssen also dafür sorgen, dass Instruktionen auf Daten warten und erst losgerechnet wird, wenn die Daten auch tatsächlich da sind. Und wir müssen beim Speichern in Register warten, bis wir wirklich schreiben können, denn sonst hätten wir ja vielleicht so ein Write after Write oder ein Write after Read. Das hier hilft gegen den Raw Hazard. Das hier hilft gegen die beiden Hazards. Das verspätete Schreiben im Register. Und die Technik, wie man sowas machen kann, die ist schon relativ alt, geht auf den Seymour Cray zurück, 1964 in der CDC 6600. Hat es zum ersten Mal gegeben. Das ist das Scoreboard. Übrigens, heutzutage benutzt man das auch noch immer mal wieder, so ein Scoreboard. Es gibt eine andere Technik, die werden wir in 10 Minuten uns noch anschauen. Also, so ein Scoreboard. Das ist eigentlich eine Menge von Datenstrukturen. Datenstrukturen, in denen kleine Zahlen stehen, Registernummern, Funktionseinheitennummern, Bits. Bits wie ready, not ready, true und false. Da gibt es den Instruktionsstatus, der besteht aus den Bitkombinationen für Instruktion ist in eine Funktionseinheit eingefüllt worden. Die Parameter für die Instruktion sind gelesen, die Instruktion ist fertig ausgeführt, die Resultate sind geschrieben. Write result. Trennen von Execution Complete, weil wir ja manchmal beim Speichern in Register warten wollen, bis wir wirklich schreiben, wegen diesen beiden hier. Dann haben wir einen Funktionseinheitsstatus. Wir werden gleich sehen, was die sich aufheben, aber die müssen schon wissen, sind meine Operanden geladen, bin ich fertig und solche Dinge. Und Operanden, die müssen vielleicht auch wissen, auf welche Register sie warten, welche Register denn startklar sein müssen oder geschrieben sein müssen, dass sie jetzt weiterrechnen können. Und dann gibt es noch den Status der Register. Wartet zum Register auf eine Funktioneinheit? Ist das Register fertig geschrieben und so weiter. So, unser Scoreboard, da gibt es also diese Warteschlange, der sucht, welche Instruktion auf welcher Ausführungseinheit gestartet werden kann. Das sagt, wenn ein Register oder gibt frei, zeigt an, wenn es frei ist, ob als Register als den Operanten, den wir brauchen, beinhaltet. Das ist, um den Raw Hazard zu bekämpfen. Stellt fest, wann so eine Execution-Einheit fertig ist und überprüft, ob die Write-Back-Stufe das Register schreiben kann. Das ist gegen die beiden hier. Aber das ist alles Theorie. Jetzt machen wir mal die Praxis dieser Tabelle. Hier sehen Sie die Datenstrukturen. Hier haben wir die Instruktionen. Das hier oben hätte ich vielleicht auch noch ausfüllen können. Ich vergessen, da kommen noch Texte rein hier oben natürlich. Also das hier ist die Instruktion und die haben wir hier zum Beispiel die Instruktion, wir wollen das R2 nehmen, 32 drauf addieren und das, was bei dieser effektiven Adresse steht, ins F6 reinstecken. Hier laden wir 48, R3 kommt ins F2 und jetzt wollen wir das F2 zum F4 mit dem F4 multiplizieren und ins F0 schreiben. Danach wollen wir das F2 vom F6 abziehen, ins F8 schreiben, dann wollen wir F0 durch F6 dividieren, das haben wir hier oben die Multiplikation gemacht, F0 durch F6 dividieren
und ins F10 schreiben und dann wollen wir F2 zum F8 und ins F6 schreiben. Und hier in der Tabelle steht, diese hier, das erste ist issued. Wir haben also hier ein Bit, die Instruktion ist zugewiesen an eine Funktionseinheit. Und Sie sehen, hier in den Funktionseinheiten steht diese Instruktion, diese, diese und diese. Eine Funktionseinheit, der zweite Multiplier ist leer. Und diese Addition, die können wir noch nicht loslassen, weil in dem Floating Point Addierer hier, der macht Subtrahieren und Addieren, da steckt ja noch die Subtraktion drin, die können wir also noch nicht anstarten. Also die hier sind schon alle angestartet, die haben ihre Parameter gelesen, Operanden gelesen, die hier haben schon fertig gerechnet und der hat schon zurückgeschrieben. Deshalb ist der allererste hier auch nicht mehr in dieser Tabelle der Instruktionen, die in irgendwelchen Funktionseinheiten drin sind. Das steht genau da noch nicht. Eine ist schon komplett erledigt, die hier ist noch nicht komplett erledigt, die muss noch zurückschreiben. Wir machen einen Schnappschuss von dem Zustand. Die vier stecken hier in Funktionseinheiten, eine Funktionseinheit idelt und die hier haben wir noch nicht reinstecken können, weil es keine freie Funktionseinheit gibt. Vielleicht wäre ein zweiter Integer, Floating Point Adder nützlich in diesem Zusammenhang. So, jetzt können wir, und hier unten haben wir die Register. Dieses Register F0, das wartet auf die Funktionseinheit Multiplier. Schauen wir mal nach, der Multiplier hier, der bearbeitet diese Instruktion hier, die das F2 mit dem F4 multipliziert und das F0 schreibt. Der hat einen Operanden noch nicht. Da fehlt noch ein Operand hier bei der da. Also warten wir weiter. Das F2 wartet auf die Integer-Einheit. Die hat noch nicht zurückgeschrieben. F4, F6 warten nicht. F8 wartet auf den Adder. Der hier, der hat aber, das ist der hier, die Instruktion, der hat aber noch nicht mal angefangen zu arbeiten. F10 aber wartet auf die Division, hier unten steht sie, und die hat auch noch nicht angefangen zu arbeiten. Der hier ist schon fertig. Also die drei haben noch nicht angefangen zu arbeiten, weil sie noch auf Operanden warten. Und der da, weil sie noch auf Operanden warten, können sie natürlich auch noch nicht rechnen. Jetzt schauen wir uns mal das hier an, das ist sicher das Interessanteste. Dieser Load hier, der da, hier in der Integer-Einheit, die beiden hier, der wartet auf F2, der wartet auf F3, die hat er aber schon gekriegt, der wartet auf F3 und muss F2 produzieren, Destination, das hier ist das Source Register. Das R3 hat er schon gekriegt, er hat auch schon ausgerechnet, aber er ist noch nicht fertig, weil das F2 noch nicht zurückgeschrieben worden ist. Der Write-Back muss einfach noch erledigt werden. Der hier, der Multiplier, der braucht den F2 und den F4. Den F4 hat er sich schon geholt, das ist schon ready, das ist noch false. Er hat noch nicht den F2, weil er noch wartet. Schauen wir mal, F2 wartet auf die Integer-Einheit. Solange der hier auf die Integer-Einheit wartet, muss natürlich hier ein false stehen. Und hier steht, wir warten auf die Functional Unit Integer-Einheit. Steht auch noch in dieser Tabelle drin. Und auf welche Functional Unit wir hier warten, das können wir hier in 3-Bit kodieren. Also relativ effizient. Das hier sind natürlich alles nur irgendwelche Bit-Datenstrukturen. Der hier, der ist sowieso leer. Die Addition wartet auf das F2. Das hat der hier noch nicht geliefert. Die Division wartet auf das F0. Also auf den Multiplier 1.
Das steht hier auch nochmal. Hier steht, worauf die Leute warten. Die Funktionseinheiten warten. So, wenn jetzt irgendeine Funktionseinheit, die hier zum Beispiel meint, dass sie auf True setzt, dann wird hier unten das F2 auf Ready gesetzt. Dann können wir hier das auf True setzen und das hier löschen. Dann kann der hier das auf True setzen und mit der Execution beginnen. Genauso der hier, der wartet auf die Integer-Einheit, setzt das auf True, wenn das soweit ist, und dann kann das hier auf True gesetzt werden, dann arbeiten die beide. Irgendwann wird das hier auf True gesetzt und das hier dann, und dann können wir hier die Register zu Resultate zurückschreiben. Wenn hier übrigens noch das hier auf irgendwas wartet, wenn hier noch drin steht, ich warte auf die Addition, dann kann kein anderer was da reinschreiben. Wir können erst hier reinschreiben, wenn das wieder auf Fertig steht. Wir warten nicht mehr auf irgendwas, denn sonst würden wir ja einen Var oder einen Buff produzieren. Fragen hierzu? Das ist auch sowas, was man mal zu Hause sich vielleicht nochmal anschauen sollte. Und ich gebe Ihnen jetzt noch so einen diskreten Hinweis. In der Vergangenheit ist es auch schon vorgekommen, dass in der Klausur diese Tabellen waren, nur teilweise ausgefüllt waren und an ein paar Ecken, an ein paar solchen Kästchen Fragezeichen drin standen. Da muss man das irgendwie auffüllen. Und für jedes richtig aufgefüllte Kästchen gibt es dann ein Pünktchen. Das hier, schauen Sie es an. In der Literatur stehen ähnliche Beispiele. In den alten Klausuren steht sowas drin. Und das ist nicht schwer. Und ein schöner Punktesammler. Also ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, sich das anzuschauen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann quälen Sie uns damit. Offline, in den Übungen. Sie können sich auch fürs nächste finden, die nächste Stunde noch eine Frage überlegen zu diesem Thema hier. Und dann versuchen wir das gemeinsam zu bearbeiten, herauszufinden, warum das so ist. Sie können auch gleich eine stellen. Also diese Idee mit dem Scoreboard, die geht auf das Jahr 1964, auf den Sample Create zurück. Ich will noch das Wort, den Begriff Register Renaming erwähnen. Das bedeutet, ja, nicht wirklich einem Register einen neuen Namen geben, sondern was man da macht, ist, dass man weitere Register benutzt. Verwendet. Die stehen nicht unbedingt im Programmiermodell, sondern die hat der Prozessor zum Beispiel auch noch so als Reserveregisterchen. Shadow Register oder sowas, die hält er einfach separat, schreibt da irgendwie kurz was rein und erst später, wenn die Gefahr des WAFs oder Wars vorbei ist, schreiben wir das in das richtige Register rein, das Resultat. Wenn es aber in so einem Shadow-Register ist, können wir es schon mal zwischendurch verwenden, beziehungsweise die Funktionseinheit kann frisch verwendet werden, weil sie ja nicht warten muss, dass er endlich den Write-Back schreiben darf. Bei dem klassischen Raw-Hazard hilft das natürlich nicht, das Register-Renaming. Das Register-Renaming ist ja nur ein Problem, das wir dadurch kreieren, dass wir unsere Instruktionen umsortieren. Die Technik, mit der man heutzutage dieses Scheduling macht, ist ein, ja, bei vielen Prozessoren, manche benutzen das Scoreboard nach wie vor, andere benutzen den sogenannten Tomasulo-Algorithmus. Der geht zurück auf jemanden bei IBM, den Robert Tomasulo, und hat diesen Algorithmus entworfen für die Floating Point Unit von so einer IBM 360. IBM 360, 60er Jahre.
Und die Idee ist, dass man sowas Ähnliches macht, so eine Art verteiltes Scoreboard macht. Wir werden gleich auf der Zeichnung das sehen. Vor jeder Funktionseinheit gibt es eine sogenannte Reservation Station. Und die Funktionseinheiten sind verbunden mit etwas, das heißt Common Data Bus. Die Reservation Stations übernehmen auch gleich implizit das Register Renaming. Der Common Data Bus geht bei allen vorbei. Wenn jemand ein Resultat ausgerechnet hat, dann schickt es auf diesen Funktionseinheiten ein Resultat ausgerechnet, schickt es auf diesen Common Data Bus und die Reservation Stations, bei denen der Common Data Bus vorbeikommt, die nehmen sich von dem Common Data Bus runter. Man kann es auch als aktive Register bezeichnen. Eine weitere Funktionseinheit, jetzt generalisiert man, ist dieser Load and Store Buffer. Und hier habe ich die Zeichnung. Wir haben also hier zum Beispiel zwei solche Reservation Stations, einen für den Floating Point Adder, einen für den Floating Point Multiplier. Das blaue ist der Common Data Bus. Hier haben wir einen Load Buffer, hier haben wir einen Store Buffer, hier haben wir die Queue mit den Floating Point Operationen. Wir wollen das nächstes Mal in der Stunde natürlich noch ein bisschen vertiefen. Das dauert gar nicht mehr lange, in 5 Minuten ist es auch fertig erzählt. Das Wichtige ist, dass dieser Common Data Bus, oder ist das wichtig? Ja, das ist schon wichtig, der macht so etwas Ähnliches wie das Forwarding, was wir diskutiert haben in der letzten Stunde. Forwarding, ein Resultat kommt auf diesen Common Data Bus drauf, hier auf den blauen, oder was wir auf den Speicher geladen haben, kommt da drauf. Und jeder, der es braucht, diese Reservation Station, der Store Buffer oder die Register, nehmen sich's. Und mit dem Gedanken wollen wir aufhören und beim nächsten Mal den Tomasulo-Algorithmus noch ein bisschen fertig besprechen, dann noch ein bisschen zusammenfassen und dann wollen wir über spekulative Ausführungen, Branch Prediction und sowas noch ein bisschen sprechen. Danach geht es dann weiter mit Memory, aber das machen wir morgen. Ich wünsche noch einen angenehmen Nachmittag. Auf Wiedersehen.